So, so sieht man dieses Spiel also wieder. Ich wollte es eigentlich nicht mehr anschauen, weil das letzte Mal, ich glaube, da können sich ein paar erinnern, nicht die tollste Erfahrung war mit diesem Spiel. Space Company Simulator. In dieses Spiel habe ich sehr viel Hoffnung damals gelegt und ich habe mich mega drauf gefreut. War aber vergebens. Jetzt hat mir Wolverine X2 geschrieben, ob ich es nicht nochmal spielen könnte. Und ja, wir probieren's nochmal. Wir probieren's. Ich glaube bloß nicht, dass das gut ausgeht. Also es gab viel Patches, es gab viel Updates, ja, das weiß ich. Ich habe es bloß vor gefühlten, ich glaube, waren es 3 Monate her oder sowas, oder 2 Monate in einem Stream gespielt auf Twitch. Und mir kam wieder das Kotzen. Wir schauen uns mal an, was es Neues gibt. Ich habe damals nicht nur ein neues Spiel gestartet. Wir haben Sandbox Assembly. Das hört sich schon mal interessant an. Für euch zur Info, es werden genau 2 Folgen. Diesen, mit dem wir Montag, Dienstag KSP, Mittwoch, also diesen Donnerstag, also heute und nächsten Donnerstag kommt auch noch eine Folge. In der werden wir uns ein bisschen wieder mit diesem Spiel beschäftigen. Mehr aber auch wahrscheinlich nicht. Außer, es dreht sich um 180 Grad und das Spiel macht auf einmal Spaß. Was ich aber irgendwie nicht glauben werde. So, diese Resolution ist schon wieder totaler Schmarren. Was ist das denn? Ich habe 144 Hertz Bildschirm. Fullscreen, hi. Language, was haben wir? Polnisch und Englisch, wie immer. Sound Effects, yes. Confirm. Das Witzige ist, das Spiel schaut nach 1080p eigentlich aus. Hat sich das jetzt übernommen oder nicht? Scheint so, es ist nichts passiert. Wir machen jetzt mal Sandbox Assembly. In Assembly Mode, you can quickly create and launch any rocket. You get free access to all components without having research in technology or manage company funds. Probieren wir mal. Das würde mich interessieren. Das wäre, glaube ich, die erste Rakete, die ich baue und danach hochschießen kann. Ich habe es noch nie geschafft, wirklich eine Rakete zu... Okay. Medium, Small. Ich will eine große. Wenn dann schon... Ah, machen wir so eine Zeus. Blueprint. Was ist denn das? Heavy Satellite Horizon. Okay. Ich kann noch ein Small und einen großen reintun. Dann tun wir noch ein Earthset rein und noch einen Observer. So, okay. Oh. Da gibt es Module für eine Weltraumstation. Okay. Interessant. So. Space Station Module. Heavy Fuel Tank. Gut. Brauche ich nicht dann noch einen zweiten Heavy? Also haben wir wieder, das hier ist wieder sehr toll gemacht. Alles übereinander und alles untereinander. Das ist beides lustigerweise locked. So, ich hätte jetzt gerne den hier wieder raus. So, okay. Ich habe Beine mal dran gemacht, damit es wieder landen kann. Die kann ich nicht mehr verwenden, okay. Gut zu wissen. Es ist gerade wieder so eine Erforschung über alles drum und dran. Aber Joint Module, okay. Ich habe aber auch nur diesen Heavy... Ding hier. Ich finde es auch schade, dass du nichts siehst, was du hinzufügst. Ich sehe hier nicht meine Satelliten drin. Nichts. Wo soll die Engine hin? Was ist denn jetzt passiert? No. Blueprint. Was ist denn jetzt passiert? Oh.
Ah, guck mal, jetzt kann ich hier Teile anschauen, oder was? Tank. Ich hätte gern diesen Tank hier. Und den hier auch. Schau mal, was bringt sich das jetzt, wenn ich jetzt die Teile hier habe? Kann ich die hier oben irgendwo einfügen? Hier sagt er mir, ich kann zwei Heavys einfügen. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Jetzt habe ich da eine Engine drin. Was bringt sich das? Ah, das ist... Die ist da... Boah. Krieg schon wieder Aggression, ey. Haltet mich zurück. Ich reiß noch dieses Spiel auseinander. Ich sag's euch. Ist das ein Space? Geht da nicht rein? Okay. Habe ich keinen Bock drauf. Nee, das will ich nicht. Wir nehmen das Logistikmodul. Okay. Kann ich jetzt zum Beispiel noch Satelliten reinpacken? Funktioniert lustigerweise auch noch. Okay. Exposed Facility. Production. Besteuert. Bescheuert. Assembly and Launch. Hey, es funktioniert schon mal. Spectators. Okay. Schaut sehr, sehr komisch aus, die Rakete. Sie hat Füße. Ich weiß nicht, ob die wieder landen kann. Ich hätte ja diesem Game ehrlich damals viel mehr Chancen gegeben, aber es war halt unmöglich. Ich habe nichts verstanden in diesem Game. Okay, wir haben vollen Go. Und jetzt tut mein Ding hochschießen, wie Sau. Das Max Q, Main Engine Cutoff, Flight, Fairing Deployment, Reach Target, Cargo Separation. Wo ist Landung? Okay. Es hebt ab. Aber wisst ihr, was mir halt bei diesem Spiel extrem zum Beispiel fehlt? Ist die Eigenentscheidung, wie man was macht. Ich kann auch hier jetzt zum Beispiel nicht der Rakete hinterher schauen. Angeblich sind wir jetzt bei Max Q. Wir sind aber bei, wie viel Metern sind wir denn? 40 Kilometer. Sind jetzt schon bei einem Max Q. Das kann mir irgendwie nicht vorstellen. Und schaut auch viel näher aus. Also ich sehe immer noch den Engine-Antrieb. Es gibt ja halt so einige Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe. Das will ich jetzt ansehen. Das will ich jetzt sehen. So, Main Engine Cutoff. Was passiert dann? Wir haben ja nur eine Engine, oder? Oder ist die obere automatisch dabei? Back to Menu, okay. Da werde ich einfach rausgeschmissen. Okay. Ja, okay. Okay. Ist klar. Ja. Nee. Boah. Sowas regt mich schon wieder auf. Man hat unten eine ewig lange Leiste, was alles passiert. Aber angucken kann man nichts davon. Also die Erwartungen werden halt schon wieder so hochgeschoben. Aber ja, das ist wieder meine Meinung. Bitte bildet euch da natürlich wieder eure eigenen. Ihr seht eh das Game, hört mich zwar dazu, wie ich mich schon wieder aufrege, aber ich bin halt was anderes gewohnt. Ich spiele Kerbal Space Program, ich kann alles selber machen. Wenn ich eine Rakete programmieren will, mit einem, so dass sie selbstständig fliegt durch ein Programm, was ich schreibe, hey, dann lade ich mir COS runter und mach das. Ich baue mir gerade meinen eigenen, hier haben wir sowas. Ich weiß nicht, wie gut ihr das seht, ich baue mir gerade mein eigenes, meine eigenen Joysticks und Gamepad für Kerbal Space Program, mit dem ich alles steuern kann. Wenn ich will, mache ich das. Das geht, bist hier halt voll eingeschränkt, habe ich das Gefühl. So, wir machen ein New Game. Wir nennen das Raximus Space Program. Mal Raximus P. Wir sind Mail natürlich. Number of Components ein. Easy. So. Wir wollen es ja nur testen. Wir wollen ja nur herausfinden, wie gut das Spiel mittlerweile ist. Hat sich was verbessert? Wenn ja, was? Und wie gut funktioniert's? Good morning. I'm Anna and I'm your personal assistant and secretary. I will accompany you during the first day and give you a brief summary of your company. I could use a guide.
Wir machen das mal mit Tutorial, einfach um zu schauen, wie ist es geworden. Also main purpose of the space company is to create and run spaceships. By the way, do you want to try to launch a rocket? Ja, nun? Also es ist wieder sowas... Okay, jetzt hat sagt sie... Jetzt muss ich hier oben auf X klicken. Kann nirgends anders hinklicken. We've got a new flight contract in the administration. Okay. This is where you can accept contracts, manage departments, budgets and apply for loan. Bedeutet, ich kann hier mir Geld holen, ich kann hier das Budget einstellen und ich kriege hier Aufgaben. Okay. Soll ich den hier nehmen und accepte ihn? Planning? Und sag jetzt am 1.2000. Check. Skip a few turns to bring the event closer. Observation Platform. Yes. Die Raketenstarts kenne ich. Diese ersten simplen Raketenstarts, die hast du ja immer. Es ist aber nicht mal eine Rakete, die du baust. Und ja, ich bin immer noch ziemlich gepisst auf das Game, weil damals war wirklich meine Erwartung war irgendwo da oben und das Spiel war... Hallo? Irgendwo da unten. Von dem... Was ist denn das jetzt? Spiel? Also nur nochmal, das soll ein fertiges Spiel sein. Das ist das Tutorial. Und ich hänge in einem schwarzen Bildschirm. Ich könnte schon wieder heulen. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Spiel, was im Tutorial abgeschmiert ist. Nicht die billigsten Alpha Games. Tutorials haben immer funktioniert, weil die waren extra. Da war nichts Unerwartetes. Da gehst du in einem Leitfaden lang. Hallo? Ich spiele Call of Duty Black Ops und da schmiert mir nichts ab. Und beim billigen... Ah! Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss Alt-F4'en. So, Leute, ich bin wieder zurück. Wir machen das Ganze jetzt einfach nochmal durch. Accept, Planning, Accept. Okay. Und wir probieren das jetzt einfach nochmal. Weil ein zweites Mal sollte ja sowas nicht passieren, oder? Hey, wow! Okay, vielleicht war es echt ein Bug. Vielleicht habe ich mich zu viel aufgeregt, aber genau diesen Fehler hatte ich ja damals dauernd. Also, was hatte ich damals alles für komische Bugs? Ich kann mich gar nicht mehr wirklich erinnern. Ich glaube, mir ist das Spiel eingefroren. Die Oberfläche hat geflimmert wie Sau. Ich bin bei Staatsarzt nicht aufgeregt. Genau, ich konnte meine Spielstände nicht mehr laden. Also hatten wir alles dabei. Okay, 14 Sekunden. Wir sind voll auf Go. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff. We have liftoff. Wir haben sogar eine Verfolgerkamera diesmal. Warum haben wir sowas nicht im Assembly-Modus? Warum haben wir hier eine Verfolgerkamera? Stell dich an, wie cool. Das finde ich wieder geil. So eine schöne Verfolgerkamera. Aber lustig, hier fliegen wir schräg. Passt mal bitte auf. Hier sehen wir, dass wir richtig schön schräg fliegen. Fällt euch was auf? Wir fliegen gerade. So ganz zufällig. Und ich wette, bei Main Engine Cutoff... sind wir wieder draußen, weil für den Weltraum zum Animieren hatten sie keinen Bock. Das hört sich jetzt böse an, aber es ist gefühlt so. Weil warum darf ich nicht das Ganze anschauen? Warum? Da, zack. Draußen bist du. Bitte. Entwickler von Space Company Simulator. Wenn irgendeiner irgendwann mal dieses Video sieht, erklärt mir bitte eine Sache. Warum darf ich das nicht fertig schauen? Das wäre für mich so die tollste Sache, wenn ich irgendeine fette Mission habe und ich kann die ganze Mission mir anschauen. Für mich so ein Relax-Zeitpunkt.
Und ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, aber es hört sich jetzt, wenn du jetzt einen Videoablauf machst, einfach nur einen schwarzen Hintergrund und irgendwie, dass es dann auseinanderfällt, das Teil. Warum darf ich das nicht sehen? Oder wenn, dass ich die Stage separated, für was baue ich die Füße dran? Für was? Ich sehe es ja nie. The rocket launched the galaxy. It's a long mission. Earth, Moon, for example. If you can see your rocket in flight by opening the space view in the mission control. Mission control, mission control, mission control, okay. Ich kann da eine Rakete sehen. Ich sehe dort eine... What the fuck? Was ist das? Die Rakete ist da drin. Okay, nee, ich akzeptiere es. Alles gut. Die Zeit geht auch nicht voran. Where successful, the main engine will be ignited. Ich hinterfrage es gar nicht mehr. Okay. Wo ist jetzt meine Hilfe wieder? Nicht Google, du bist verlässlich. Oder wir haben eine Small Launch Patch hier. Aber es, ich glaube, ihr seht schon, was aktuell mein Problem mit diesem Game ist. Obtain a state subsidy. The governor program is supported the development of external prizes that employs citizens from spawned niche and has been made available again. Companies hire an additional specialist for the PR department. Mach ich, kein Problem. Okay, back. Was soll man machen? An external company is looking for a contractor who will make a custom made space rocket component for them. According to their specifications, the client offers a much better payment than when selling the component on the market. The contract provides the construction of single medium support rocket engine X1. Ich nehme es mal an. Ich weiß noch nicht, ob wir es bauen dürfen. Bedeutet, wir müssen jetzt jemanden fürs PR einstellen. PR ist doch Marketing, oder? Oh Gott, jetzt muss ich... Ja, oh. Warum werde ich nicht einmal durchgeführt zum Beispiel? Jetzt das muss ich herausfinden, wo das ist und dann wird mir erklärt, dass ich hier die Leute einstellen kann. Oder? Und da ist ein Raketenzeichen wieder. Work Department and Workers. Ich will doch nur Leute einstellen. What can I employ for recruitment? In the HR window. Recruitment. Okay, hier. Hab's gefunden. Und nichts wird mir angesagt. Ich hab's nur unter den Unterweg gefunden. So, Finance Management. Die wurde schon geheiert. Den schnapp ich mir. Du kommst in PR. Du kommst in Finanzen. Medium Leadership Management. Du kommst in Science. Ja, Management bräuchte ich schon. Du wirst jetzt für die erste Mal Produktion. Weißt was? Und du kommst in HR. So. Und eine Mission hätte ich ja schon erfüllt. Assembly. So. Ich will jetzt was... Nein, das ist Assembly Room. Ich will keine Rakete bauen. If you don't need an... you will spend a lot of time in Assembly. Designing rockets and their components. If you don't need an expression, you can skip it and restart it at any time by clicking the question mark. To design a rocket, select the type that you will reserve in a base in the shaman. Each type of the rocket has different parameters, including different this room possible modules. The next rocket are unlocked
Advancement Technology so, oh Gottes Willen. Ich will jetzt eigentlich gerade nur Teile bauen. Depot. Ja, da kann ich Construction. Build Test Center to manage. Unlock Tech Tree, produce or buy components in the Depot. Oh Gott, das muss ich ein Tech Tree unlocken, oder was? Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Schreibt mir mal eure Meinung zu dem Spiel, was ihr jetzt aktuell von dem Spiel haltet, in die Kommentare. Schreibt mir Tipps rein, falls ihr Tipps habt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und nicht wundern, wenn ich nicht auf die Kommentare schon geantwortet habe, weil ich nehme die zwei Folgen jetzt an einem Abend auf, damit ich den Fluss nicht verliere und mich dann wieder ärgere, wenn ich wieder anfangen muss. Also, bis dann. Ciao.